Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 404. Video. Nachdem ich so viele Grammatiksachen gemacht habe, möchte ich heute einmal wieder einen Text vorlegen. Und zwar, das ist ein relativ bekannter Text aus den, ja, da gibt es mehrere Stellen, mehrere Bemerkungen. Einmal aus den Trauergesängen von Ovid, dann sagt man auch aus den Briefen aus der Verbannung von Ovid oder man nennt das auch die Tristien, aus den Tristien von Ovid. Oder es gibt den Titel Tristia Epistulas Exponto, also traurige Briefe oder irgendwie was Trauriges. Auf jeden Fall, es ist was Trauriges. Ja, es ist von Ovid also und er ist ja verbannt worden, weil er in Rom unliebsam war. Das war damals eine ganz schwere Strafe, noch schwerer als die Todesstrafe. Man war völlig weggeschlossen in der Welt. Und er hat dort seine Trauergesänge verfasst oder seine Schriften, in denen er seinen Schmerz beschreibt. Und diese Stelle hier, die ich rausgesucht habe, ist sicherlich mit die berühmteste. Da schreibt er also von dem letzten Tag, den er in Rom verbracht hat. Und die allerbekannteste Stelle ist, glaube ich, hier die vierte Zeile. Labitur ex oculis num quoque gutameis. Wenn ich daran denke, fließen auch jetzt aus meinen Augen die Tränen. Ja, Ovid, keine Prosa, sondern Lyrik. Das erfordert erstmal die Beachtung des totalen kolometrischen Schreibweisenverbots. Es ist nicht erlaubt, den Text zu zerhackstückeln, zum Beispiel an dieser Stelle eine neue Zeile anzufangen oder hier einen Zeilenumbruch, denn die Silben sind ja genau abgezählt, folgen einem bestimmten Schema, sodass das nicht getrennt werden darf. Ich habe ja schon viele Videos über Ovid gedreht, ich mache an dieser Stelle nochmal so ein Grundfundament und wenn man eine Aufgabe haben möchte, dann gibt es also erstmal eine Strukturierung mit Hilfe der Satzzeichen. Das mache ich dann im nächsten Video vor. Und das zweite, wir suchen ganz leicht erkennbare KNG-Kongruenzen, leicht erkennbar. Die einzige Möglichkeit, die Wörter, die ja in einer Dichtung wild über die einzelnen Zahlen verteilt sind, wieder zusammenzubringen. Und natürlich, wenn es uns gelingt, machen wir eine Verberkennung. Und mit Hilfe dieser drei einfachen Sachen werdet ihr sehen, wird es möglich sein, diesen ganzen Text in seiner brutalen Kompaktheit aufzuschlüsseln und dann heranzugehen. Vielleicht noch die letzte Bemerkung dazu. Ich habe bewusst auf Vokabelangaben verzichtet. Man muss sowieso die ein oder andere Vokabel im Text, im Lexikon nachschlagen. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen für zu Hause eine schönere Übung. Ja, wenn euch das gefällt, wenn euch das Spaß macht, dann könnt ihr mich ins Abo nehmen, so ihr mich noch nicht im Abo habt und euch auf die nächsten Videos darüber freuen. Ovid, Tristien, ich freue mich riesig drauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.